Warum macht der Bundesgesundheitsminister ständig Angst? Das war ein freudscher Versprecher. Ständig Angst macht er auch, aber ich meinte hier, warum macht er ständig Reklame für ein Medikament? Man hat ja den Eindruck, wenn Herr Lauterbach hier vor die Kamera tritt oder bei Twitter tätig ist, dass das eine Dauerwerbesendung ist und man so einen Warnhinweis oben einblenden müsste. Wie geht es weiter im Herbst? Geht alles wieder von vorne los? Erleben wir ein großes Déjà-vu oder nicht? Ja, und wie kommt es dazu, dass unser Gesundheitsminister bei einem bestimmten medizinischen Eingriff, den ich hier auf YouTube nicht beim Namen nenne, gesagt hat, der sei nebenwirkungsfrei, obwohl Experten, wie mir jetzt mein Interviewpartner bestätigte, sagen, es gibt keine nebenwirkungsfreien Medikamente. Über all das habe ich gesprochen mit meinem Lieblingsepidemiologen. Ich hoffe, man gesteht mir das zu. Auch als Journalist ist man Mensch und man darf seine Lieblinge haben. Ich versuche trotzdem sachlich und neutral zu bleiben. Aber das alles war ein Thema in meinem Interview heute mit Dr. Friedrich Pürner, dem früheren Leiter des Gesundheitsamtes in Eichach-Friedberg, wo ich einst volontiert habe bei der Augsburger Allgemeinen, der dann strafversetzt wurde dafür, dass er das gesagt hat, was heute eigentlich auch schon im Mainstream fast angekommen ist. Also es ist eine phänomenale Geschichte. Er war für mich und ist für mich eine der klügsten Stimmen in dieser ganzen Corona-Thematik und auch heute wieder hochinteressant, seine Einschätzung so interessant, dass wir sie leider wieder nicht auf YouTube zeigen können, weil hier, ja, Sie wissen, warum das nicht geht. Man kommt sich vor wie im Mittelalter, man darf gewisse Dinge nur noch umsprechen. Und ich gebe jetzt das Wort an Herrn Pürner. Er sagt immer, ich soll auf den Doktortitel verzichten, weiß er selber, dass er Arzt ist, sehr sympathisch. Vielen Dank, Herr Dr. Herr Pürner, können Sie kurz das Wichtigste zusammenfassen, ohne dass wir hier Gefahr laufen, den Kanal mit über 350.000 Abonnenten zu verlieren. Bitte. Das ist aber ganz eine schwere Aufgabe. Also ich versuche es mal. Was mich persönlich sehr stört, ist, wie sich Herr Lauterbach generiert. Er zeigt sich nicht mehr als Gesundheitsminister, sondern eher wie ein Pharmavertreter. Er macht Werbung, ob ihm das jetzt zusteht oder nicht, für ein bestimmtes Medikament. Das müssen Juristen klären. Ich persönlich finde es ganz ungut, wenn sich ein Gesundheitsminister so derart in Werbeblöcken zeigt mit einem bestimmten Medikament, denn man kann hier nur an Glaubwürdigkeit verlieren. Vor allem auch deshalb, weil er in der praktischen Arbeit als Arzt ja überhaupt gar keine Ahnung hat. Und er sollte bitte diese Zuschreibung von Medikamenten, das sollte er bitte den gestandenen, niedergelassenen Ärzten überlassen und sollte sich da in keinster Weise irgendwie einmischen. Auf den Herbst sehe ich mit Sorge, wenn Herr Lauterbach immer noch da ist und die komplette Bundesregierung, denn ich fürchte dann tatsächlich, dass es so weitergeht wie bisher. Meine Meinung dazu ist, dass nur die Bevölkerung das Ganze beenden kann, indem sie sich oder die Bevölkerung eben nicht mehr an die Maßnahmen halten, die Menschen, oder aber eben, dass sie Konsumverzicht üben, dass sie einfach sagen, in dieses Geschäft, wo Maskenpflicht oder 2G oder 3G ist, gehe ich einfach nicht mehr rein und dann regelt sich das selbst. Ich habe es im Interview schon erwähnt. Meine größte Sorge ist allerdings, dass das Ganze dann, wenn es so beendet wird, mit einem riesigen Vertrauensverlust und Autoritätsverlust der Institutionen und der Politik einhergeht. Und das würde ich tatsächlich schade finden. Mein persönlicher Wunsch wäre es, wenn die Menschen nicht mehr auf Herrn Lauterbach hören würden, und wenn man auch Herrn Lauterbach nicht mehr so einen großen Raum geben würde. Also man muss nicht über jedes Stöckchen springen, das er einem noch hinhält. Ich muss jetzt aber selbst gestehen, ich gehöre auch noch mit dazu, denn ich hadere immer mit mir, grätsche ich jetzt rein und versuche die Dinge noch gerade zu rücken, die er von sich gibt, oder lasse ich es einfach. Aber auch dieses Interview zeigt ja, dass wir uns mit Herrn Lauterbach beschäftigen und mit seinen Aussagen inklusive eines bestimmten Medikamentes und somit ja auch Werbung dafür machen. Aber alles in allem finde ich es schon wichtig, dass es ein Kontra gibt, denn wenn wir gar nichts mehr dazu beitragen,
Nun ja, dann ist das Ding durch. Da muss man noch dazu sagen, dass wir vereinbart haben, dass wir das Medikament nicht beim Namen nennen, weil sie sagten, sie wollen keine Werbung für dieses Medikament machen. Und Ja, ich denke, dieser genau so ist es. kurze Auszug hat Ihnen schon gezeigt, wie interessant es wieder war bzw. ist mit Herrn Pürner. Deshalb ein kleiner Klick für Sie, aber ein wichtiger Schritt für die Meinungsfreiheit, wenn Sie einfach unten in der Videobeschreibung dann rübergehen ins zensurfreie Internet und sich dieses ganze Interview anschauen. Ich verspreche Ihnen, aus meiner Sicht wird es nicht langweilig. Vielen herzlichen Dank, Herr Pirner. Sehr gerne. Und vielen herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie hier, lassen Sie ein Abo da. Aktivieren Sie die Glocke unten, dann werden Sie immer benachrichtigt, wenn etwas Neues kommt. Schauen Sie auf die Seite, unterstützen Sie. Alles Gute, danke, ciao. Und so.